Und an dieser Stelle folgte jetzt übrigens wahrscheinlich ein Schnitt. So ganz nebenbei, denn die 20 Minuten waren schon überschritten. Das heißt, wir sind jetzt im Part 38 höchstwahrscheinlich. Wenn ich jetzt nicht gerade mich damit vollkommen in die Nesseln gesetzt habe. Ich hoffe mal nicht. So. Und übrigens, der Laszlo, der hatte heute ein Infovideo hochgeladen. Und ich werde es auch gerne nochmal ansprechen. Er hat nämlich auch das Thema Heroes of Might and Magic 5 Tribes of the East angesprochen. Ein gemeinsames Projekt von uns, das ja bereits schon in die dritte Staffel gegangen ist, aber bisher keine weiteren Parts erfolgt sind. Das hat der Kollege jetzt tatsächlich auch ausgesetzt. Ich finde es gut, dass jetzt gerade Unruhen herrschen. Nein, das finde ich nicht gut. Das finde ich ganz und gar nicht gut, aber ich sehe schon, warum Unruhen herrschen. Weil sie ja nämlich voll ist. Oder so gut wie voll ist. Den kann ich doch verstehen, dass da ein bisschen Unruhe ist. München müssen wir gleich unbedingt ändern. Verschmutzung nach Frankfurt. Und 14 Millionen Einwohner. Das ist nicht viel. 14 Millionen ist echt nicht viel. So, München unbedingt ändern. Die haben nämlich keine Waren mehr. Korruption 3. Also Gerichtshof, ja, könnte man bauen. Schildproduktion 14 ist aber auch nicht gerade doll. 25 Runden. Gut, ihr baut erstmal eine Fabrik, München. So, und dann werde ich erstmal einen der Ingenieure abziehen. Weil wir brauchen dringend mal jemanden, der sich um die neue Umweltverschmutzung kümmert. Wir haben jetzt da oben nämlich schon wieder bei Frankfurt zwei Schädel. Ist übrigens eine interessante Repräsentation, wie sich das von Teil 2 und Teil 3 ändert. Ich glaube, ab Teil 4 gibt es tatsächlich gar keine Umweltverschmutzung mehr, was ich sehr interessant finde, dass es keine Umweltverschmutzung mehr gibt. Also, wenn das so einfach wäre, jo, die ganze Welt ist jetzt einfach mal sauber, ne? Es gibt jetzt einfach mal nichts mehr. Keine Umweltverschmutzung mehr, ist alles gut. Super. So, der Entdecker, den es schon längst nicht mehr zum Bauen gibt, tatsächlich. Schicken wir in die Stadt und befestigen ihn. Könnten wir ja vielleicht irgendwann noch als Schildmaterial gebrauchen, zum Auflösen. Aber ich weiß es noch nicht genau. Vielleicht lasse ich die auch einfach bestehen. Lass sie einfach vor sich hin vegetieren in der Stadt. Das kann auch sein. Und der geht nach Köln zurück. Sehr gut. Einer ist schon mal dran. Das ist sehr gut. Okay, Runde beenden. Eieieiei. Sehr schön. Verdammt. Werde ich jetzt eben nochmal was trinken? Nee, also wie gesagt, Heroes wird erstmal ausgesetzt. Oder der Kollege hat das erstmal ausgesetzt. Und ich bin ehrlich gesagt auch nicht traurig drum. Also nicht, dass ich was gegen das Projekt hätte oder gegen den Laszlo. Natürlich nicht, nein. Im Gegenteil, ich mag sowohl das Spiel als auch den Laszlo sehr gerne. Nur das Problem ist eben halt, er und ich, wir sind beide ein bisschen mehr am Zocken momentan. Er Fallout 4 und ich Skyrim. Und ja, unter anderem. Und dann kommen ja noch ein paar andere Faktoren mit Sicherheit dazu, vielleicht auch von seiner Seite, ich weiß es nicht. Und ja, deswegen ist das erstmal ausgesetzt worden. Und ja, wir müssen mal sehen, wie das mit Heroes weitergehen wird, aber ich glaube, das wird nicht abgebrochen werden. Wir sind ja jetzt in der dritten Staffel. Eine Staffel danach würde noch kommen, dann wäre Heroes 5 tatsächlich durch, und zwar mit sämtlichen Fraktionen. Also auch mit den DLC-Fraktionen. Es sind ja nicht nur die Grundspielfraktionen, so wie es bei mir der Fall wäre. Ich habe nämlich nur das Grundspiel. Ich kann ja höchstens in Erwägung ziehen, wenn das ausgesetzt wird. Ich habe nämlich auch noch den Vorgänger da, Heroes of Might and Magic 4. Das könnte ich eventuell als Nebenprojekt in Angriff nehmen. Ist aber wie gesagt momentan nur eine Hypothese, eine Erwägung. Ja. Also, ja, müssen wir mal gucken. Entscheide ich einfach mal spontan. Ne, also wenn ihr euch, wie gesagt, also ich kann wirklich jeden Zuschauer nur empfehlen, wenn ihr euch nicht sicher seid, sei es wegen der Upload-Zeit oder wegen den Projekten, was als nächstes ansteht,
Schaut ruhig in die Kanalinfo, da steht das alles drin. Dafür habe ich das nämlich gemacht, damit ihr einen gewissen Nachweis habt. Wie denn, wann das abgeläuft, was geplant ist, was gerade aktuell läuft, habe ich alles reingeschrieben. Auch bei Civilizations jetzt zum Beispiel habe ich auch aktuell reingeschrieben, wie viele Parts pro Tag kommen. Also, ja, ihr erfahrt wirklich alles in der Kanalinfos, was meine Videos angeht. Deswegen, also scheut euch nicht davor, da reinzuschauen. Es hilft durchaus weiter. Deswegen mache ich das auch für euch. Das wollte ich auch nochmal angemerkt haben und versuche gleichzeitig damit diese Ladezeit of the Doom zu überspringen, was sehr erfolgreich ist, denn sie läuft immer noch. Das, ja. Super. Schön. Ich liebe lange Wartezeit. Babylonia entdecken Miniaturisierung Bohrinsel. Ist es nicht schön? Und vor allen Dingen, ich glaube, dadurch, dass wir jetzt auch die Botschaften eingerichtet haben, dürfte jetzt auch diese Angeberei aufgehört haben. So von wegen, ja, ihr dürft jetzt voller Bewunderung und Verblüffung sehen, wie wir die Technologie etc. und so weiter ausnutzen. Vollführen. Das haben wir ja in diesem Let's Play ein paar Mal gesehen. Sowohl von Seiten der Kelten als auch von Seiten der Babylonier. Ja. Das ist sehr schön. Ja. Ich habe übrigens auch später vor, wenn wir sämtliche Technologien erforscht haben sollten, ja, irgendwann endet dieser Technikbaum auch tatsächlich, dann werde ich tatsächlich dafür sorgen, dass sich unser Steuersatz ändern wird. Vielleicht werde ich dann sogar auch gewillt, Luxus einzuführen, aber da will ich mich nicht festlegen. Vor allem das Geile war, dass Brandenburg einen Hafen baut. Ja, das ist sehr geil, auf jeden Fall. Und sie scheint eine gute Schildproduktion zu haben. Ihr baut erstmal eine Kornkammer, bitte. Ruhe in Heidelberg wiederhergestellt. Das freut mich doch sehr. Und Frankfurt hat sein Recyclingzentrum. Und jede Menge Vorrat an LKWs, wie ich gerade gesehen habe. Ihr baut jetzt erstmal ein Kraftwerk, bitte. Hamburg hat kein Abwasser. Achso, ihr baut eine Fabrik, okay. Komm, ihr kriegt die Fabrik gestellt und danach baut ihr euer Abwassersystem. So, fertig. So, jetzt müssen wir uns aber erstmal um die Umweltverschmutzung kümmern. Die ist schon mal weg, das ist sehr gut. Dann kümmern wir uns gleich mal um die hier, dass die auch gleich mal wegkommt. Und der Schütze dürfte jetzt nächste Runde in Köln sein. Das ist sehr schön. Und das war es auch schon wieder. Also ihr seht, wir sitzen wirklich nicht sehr viele Einheiten. Ich gucke jetzt nochmal, wie es allgemein aussieht. Die Schildproduktion... Wieso sinkt die Schildproduktion? Seid ihr doof? Ah, das sieht schon besser aus. Schildproduktion 40, das sieht schon besser aus. Habt ihr eigentlich keinen Supermarkt, sagt mal? Doch. Okay. Das ist interessant. Die haben einen Supermarkt, aber so eine geringe Produktion. Das ist kurios. Aber gut. Urköln, Alter! Die haben eine Schildproduktion. Halleluja. Eieieiei. Also Köln ist echt momentan die schildstärkste Stadt. Die produzieren fast 60 Schilde. Das ist heftig. 60 Schilde, das ist echt cool. Das ist echt gut. Ich muss unbedingt in der Aufnahmepause mal eine neue Flasche dazu holen. Denn meine jetzige ist leider aufgebraucht. Schade. Naja. Was soll's, lässt sich nicht ändern, ne? Bonn ist auch schon auf 9, Alter. Ja, diese Begrenzungsgebäude spielen echt eine wichtige Rolle. Hätten wir damals Pyramiden bekommen? Das ist hier jetzt nämlich zum Beispiel auch das Ding.
am Anfang dieses Let's Plays und auch des ersten Versuchs bin ich total anders angegangen. Das würde ich jetzt wahrscheinlich gar nicht mehr so machen. Weil jetzt habe ich nämlich ein komplett neues Konzept. Und dieses Konzept sieht so aus, ja, ich würde erstmal empfehlen, dass wenn man anfängt, erstmal kommt es drauf an, fängt man mit einem an oder mit zwei Siedlern. Das ist ja unterschiedlich. Und dann kommt auch noch dazu mit den Technologien, aber das ist jetzt Nebensache. Also ich mache das jetzt immer so, ich fange erstmal an, baue die Städte auf oder die Stadt, baue dann erstmal zwei Krieger, einen zur Befestigung in der Stadt und einen eben halt zum Erkunden. So, und ausweitende Dörfer natürlich. Und danach sorge ich dann erstmal dafür, dass ein Siedler gebaut wird. Weil wenn die Stadt unterdessen nämlich schon auf 2 ist und dann wieder auf 1 runtersinkt, wird der Siedler nämlich nicht aufgelöst, beziehungsweise der Krieger nicht. Und gerade kommen wieder seltsame Geräusche von der Heizung. Einfach ignorieren. So mache ich das dann. Und wenn der Siedler dann fertig ist, der dann eine neue Stadt baut, sorge ich dann dafür, dass, ja, ich sag jetzt mal zum Beispiel, die Pyramiden in Auftrag gegeben werden. Also sie fangen dann direkt an mit dem Weltwunderbau. Weil vorher hat man ja noch nicht sehr viele Modernisierungen und durch den Siedler sind sie sowieso erstmal vorbelastet. Und das dann geht dann immer so weiter. So ungefähr habe ich das dann im Sinn. Und dann irgendwann auf der anderen Seite, wenn dann eine andere Stadt fertig ist mit Kriegerbau, dass die dann auch einen Siedler bauen. Wenn ich dann schon einige Städte habe, dass ich dann sage, okay, ich kümmere mich jetzt erstmal um die vorhandenen, dass ich den dann hochschicke, zum Beispiel jetzt nach Berlin als Hauptstadt. Die baut jetzt zum Beispiel die Pyramide. Die schicke ich dann hoch oder runter oder nach Westen oder nach Osten, je nachdem. Macht deine Heimatstadt bestimmen, sodass diese dann auch wirklich dieser Stadt dann angehört. Das geht ja. Und dann lasse ich den dann ganz normal arbeiten. So spare ich dann nebenbei, das Berlin direkt zu bauen. Der sorgt dann gleichzeitig dafür, dass die Produktion von Berlin verbessert wird. Durch Bewässerungsanlagen und Co. Und gleichzeitig kann ich dann in der Stadt, aus der er ursprünglich kam, dann weiteren Siedlern Auftrag geben. Also das ist dann so eine Art Kettenproduktion, wisst ihr? So mache ich das jetzt inzwischen. Also dieses Konzept geht auch tatsächlich auf. Und das finde ich sehr schön. Das habe ich damals im Let's Play leider nicht gemacht. Das war nämlich mein erster Fehler. Und dadurch habe ich dann nämlich solche Weltwunder wie die Pyramiden verpasst. Ja. Und dadurch muss ich mir dann nämlich die Kornkammern ständig selber bauen. Denn ja, die Pyramiden sorgen dafür, dass in allen Städten diese als Kornkammern gewertet werden. So wie Michelangelos Kapelle ja für alle Städte als Kathedralen zählen. Also hätten wir die jetzt nicht, müssten wir uns zum Beispiel auch noch mit dem Bau von Kathedralen rumärgern. Zum Beispiel. Wobei das ja auch wieder eine andere Sache wäre, weil die haben nämlich ein einzigartiges Geräusch, nämlich ein schriller Glockenton. Und das geht einen richtig auf Dauer auf den Sack. Übrigens, Kiel baut einen Ingenieur. Das finde ich sehr gut von Kiel. Und Kiels Schildproduktion ist nicht gerade die beste. Ihr baut aber erstmal eine Kornkammer. In Bremen baut eine Uni. Das ist sehr gut. Wir brauchen dringend mehr Intellektuelle. Ihr baut erstmal einen Hafen, genau. Köln baut eine Bibliothek. Unsere schildstärkste Stadt, darauf kann sie stolz sein. Ihr baut ein Wasserkraftwerk. Müssten wir übrigens auch nicht, wenn wir den Hoverdamm hätten, aber auch leider den habe ich verpasst. Übrigens, weil ich die Produktion von den LKWs unterschätzt habe. Würde ich jetzt auch nicht mehr machen. Tatsächlich. Weil hätte ich gewusst, wie effizient die LKWs bzw. die Karawanen für den Weltwunderbau tatsächlich sind, dann hätte ich das tatsächlich auch so gemacht. Also das war ein bisschen Selbstignoranz meinerseits. Das war einfach nur doof, sag ich jetzt einfach mal so. Weil ich glaube, ich habe das tatsächlich im ersten Versuch selber sogar noch gemacht. Ein einziges Mal, aber glaube ich nur. So, ich glaube, da ist noch keine Eisenbahn. Nee, das darf nicht mehr. So, der Kieler-Ingenieur macht sich rasch an die Arbeit. Also, Dresden momentan läuft super. Die sind jetzt schon auf 6. Überschuss 5. Die Schildproduktion ist ein bisschen scheiße. Aber ich sage jetzt mal so, wenn ich jetzt das ganze Sumpfgebiet noch wegnehme... Also, den Dschungel lasse ich auf jeden Fall bestehen. So ist es ja nicht. Aber das Sumpfgebiet kann man ja eigentlich getrost wegnehmen und dann könnte ich da eventuell Hügellandschaft machen. Das würde nämlich die Schildproduktion steigern. Und ja, das würden wir schon hinkriegen. Deswegen sage ich jetzt einfach mal Runde beenden.
Und während ich das gesagt habe, ist die Runde nämlich schon längst beendet. Also es ist nicht asynchron, nicht, dass ihr euch wundert. Aber es ist warm. Scheiße. Es ist einfach zu warm. Auch wenn Sommer ist, ich weiß, Sommer ist warm. Aber nicht so erdrückend warm. Ich muss ja dazu sagen, ich war ja gestern zu einer Geburtstagsnachtsfeier. Und da haben wir tatsächlich in der Nähe der Ostsee gefeiert. Und die Luft war wesentlich angenehmer. Wesentlich angenehmer. Ja, das ist der Vorteil, wenn man direkt am Meer wohnt, ne? Beziehungsweise am Ozean oder wie auch immer man es bezeichnen will. Jedenfalls, Hamburg baut jetzt seine heiß ersehnte Kanalisation. Das einzige Sorgenkind sollte jetzt dann so langsam mal wieder in die Hufe kommen. Es hatte ja vorher Überschuss 0, jetzt hat es Überschuss 8. Ich hoffe jedenfalls, dass es immer noch so ist. Also man sieht, wenn man einen... Man kann durchaus aus Spielen tatsächlich noch lernen. Also ich, in CV 3 hoffe ich mal, dass ich mich da ein bisschen besser anstellen werde. Wozu ich übrigens noch gar nichts weiß. Also weder welche Nation ich spiele, noch welchen Schwierigkeitsgrad, noch sonst irgendwas. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht, wann das kommt. Ich weiß nur, dass es kommt. Das kann ich mit Sicherheit sagen. Es wird kommen. Nun, ich weiß nicht, wann. Ich glaube, das eine Feld unter Königsberg scheint noch mit Straßen ausgestattet zu sein. Muss ich nachher mal überprüfen. Aber ihr seid auf jeden Fall jetzt im Bilde erstmal. Ja. Ich muss übrigens nachher mal gucken, ob ich vielleicht noch ein paar Thumbnails anfertigen muss. Für Civilizations. Schubidubidu. Oh. Ich habe jetzt euch die ganze Zeit die Ohren voll gelabert und jetzt bin ich wieder ein bisschen stiller. Das ist eben halt, wie gesagt, ich hatte es schon angesprochen, der kleine Minuspunkt. Die Ladezeiten. Oh, die werden besser noch. Die werden besser noch später, ja. Die werden später noch besser. Die werden besser noch später. Mhm. Jo, läuft. Und auf jeden Fall sieht man auch, anhand der fehlenden Kornkammern, wie effizient diese Dinger sind. Es ist warm. Schmilzt. Schubidubidu. Oh, oh. 1925. Mhm. Heidelberg und München sind jetzt die größten Städte. Ich glaube, Heidelberg sogar noch größer als Köln. Ich weiß nicht, wie groß Köln gerade ist. Köln ist, glaube ich, momentan auf 16. Hat nur was im Auge, nicht wundern. Ja. Und sonst so. Oh Mann, oh Mann, oh Mann.
Dortmund baut Bank. Das finde ich sehr nett von Dortmund. In Dortmund bräuchte eigentlich dringend mal Militär, aber stattdessen bauen wir lieber eine Bibliothek. Köln ist übrigens soeben auf 17 gekommen. Wieso kriege ich nur 2 dazu? Seid ihr bekloppt? Oh. Okay. Wir haben nur noch +10. Das ist nicht viel. +10 ist wirklich nicht viel.